Ja, hallo und herzlich willkommen beim neunten Teil des Let's Play zu Dead Space 3. Ihr seid ja bei Nerdner TV und wir haben eben eine optionale Mission erhalten und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob wir jetzt uns gerade bei der optionalen Mission befinden oder bei der regulären Mission. Deshalb werden wir noch einen kurzen Weitblick werfen. Ja, dieses Ding hier, das irritiert mich ein bisschen. Da ist doch was aufgegangen. Oder? Aha. Ja, aber ob das die optionale Mission wirklich ist? Auf jeden Fall sehr rohstoffhaltig hier und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Und Munition auch noch, super. So, wieder ein bisschen Sauerstoff tanken. Okay, das ist unser Ziel, die Anzugsstation, die Bank. Und ich werde jetzt einfach hier mal zur Station fliegen und zu diesem Shuttle vielleicht, hoffentlich. Geöffnet, ja, genau. Okay, das ist unsere aktuelle Position. Wir sind hier bei der CMS Roanoke. Das ist die Greely. Aha, ja genau, die Greely ist unsere Nebenaufgabe und die Terra Nova ist unser Hauptziel. Brusilov. Was ist die Brusilov? Gut. Ja, wir fahren doch jetzt erstmal zur Greely. Mal schauen, was uns dort erwartet. Und da sind wir schon. Die Brusilov. Aha. Okay, schauen wir uns doch mal um. Ja, super, super. Wir sind auf jeden Fall hier bei unserem optionalen Ziel. Und da ist die CMS Greely. Sehr bedrohlich. Ja, erstmal ein bisschen Munition holen. Werden wir sicherlich gebrauchen können. So, dann ein bisschen. Hoppala. Das wollte ich ja gar nicht. Bisschen Luft holen. Hui!
Meine Güte, hier gibt's ja hier viel zu viele. Ja, im Weltall hört einen niemand schreien. Auch nicht schießen. Ich würde ja gerne mal wissen, ob die sich jetzt immer wieder respawnen oder. Na, anscheinend nicht. Ja, ich hoffe, ich habe mir die Gegner jetzt drinnen erspart. Aber ich glaube, das wird nur ein Wunsch bleiben. Ah, Luft. Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Gut, jetzt sind wir für die Wissenschaftlerin, für die Santos, hier unterwegs. Sieht hier alles viel zu ruhig aus. Kompakter Standardrahmen. Nehmen wir. Auch ein hübscher Helm. Den brauche ich aber nicht. Meiner ist schöner. Oh, okay, ich sehe schon. Okay, ab runter. Keine Angst. Wie so ein bröckelt es hier, Hilfe! Ich bin hier weg, weg! Santos, offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Aktivieren. Ja. Ah, okay. Wir brauchen erstmal hier Stangen. Torx-Stangen. Um die Energie wahrscheinlich wieder herzustellen hier, ja. Und dann suchen wir sie doch mal. Habe ich jetzt eigentlich wieder ein. Ja, super. Immer gut zu wissen, wo man lang muss. Ganz schön verlassen hier. Keine Leiche, nichts. Nur Nebel. Dustre, stickige Atmosphäre. Und jede Menge Medipacks. Was auf einen großen Kampf hindeutet. Ein episches Gefecht. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen schneller ein, ohne mir das alles anzugucken. Dann ist es auch an der Werkbank eine schöne Überraschung. Und Kurbel, Kurbel! Santos, Strom reaktiviert! Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin.
Mann, der Isaac, der hilft aber auch hier, wo er nur kann. Hui! Nein, lass mich durch! Klatsch. Und der steht immer noch. So. Ja, wunderbar. Lasst mich bloß alle hier in Ruhe. Ich habe was zu erledigen. Keine Zeit, dem dahergelaufenen Alien vor die Mappe zu hauen. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Ich hoffe, das war sinngemäß gemeint, eine Minute. Für einen Moment oder eine Weile. Oh, und tatsächlich mal eine Leiche. Herrlich. Ein Sicherungskasten. Okay, benutze Steuerkreuz, um den Strom zwischen linken und rechtem System auszugleichen. Alles klar, was haben wir denn hier? 90, 60, 45. Na dann. Okay. Brauchen wir noch ein... Nein. Ja, so war es doch richtig, oder nicht? Ah, alles klar. Die müssen auf den grünen Bereich kommen. Gut, dann kommt jetzt ein 60er nochmal rüber. Ich sagte doch, dass ich es nicht weiß. Dr. Bach, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir. Bitte, Sie haben es mir nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Commander. Hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Wow. Niemand überlebt. Verstanden. Nein! Nein! Bitte! Sie verstehen nicht! Das können Sie nicht machen! Hi. Hei, hei, hei. Das ist hier also passiert. Ich sagte doch, dass ich es nicht weiß. Dr. Barton, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Okay, das hatten wir eben schon. Sagen Sie es mir. Sie haben es mir nicht gesagt. So, und jetzt. Strom ist aktiviert. Jetzt haben wir Zugang zu den anderen Bereichen. Aber immer noch keine Torkstange. Na, wer war das? Diese Spucker. So, waren sie das alle? Ja, der hat doch bestimmt noch was. Und du auch.
Sehr gut. Aha, was ist das? Aha, brauchen wir wohl eine Karte für. So, jetzt sind wir hier an der Werkbank. Und ich glaube... Oh, das war's. Mehr haben wir nicht gesammelt. Naja, okay. Ganz egal, wir werden jetzt hier den Teil beenden. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil. Also, bis dann. Bye, bye.